Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Schön, dass du heute dabei bist, denn heute ist ein ganz wichtiges Thema, das Thema Taktgefühl. Und ein Taktgefühl ist ganz wichtig, weil wenn wir mit Musik oder mit Rhythmus arbeiten, trainieren wir die Strukturen in unserem Gehirn, die für unsere Bewegungsqualität zuständig sind. Und jede Bewegung ist wichtig für unseren Alltag, ob das Gehen ist, ob das das Nehmen eines Apfels ist, den wir zum Mund führen. Alles ist koordinativ ausgeklügelt und diese koordinativen Bewegungen, die können wir eben verbessern, wenn wir mit Rhythmus arbeiten. Also entweder mit einem Taktgeber oder mit Musik. Und meistens arbeitet man mit einem Viervierteltakt. Und das möchte ich heute einfach mal mit dir üben und dir so ein bisschen erklären, wie so eine Musik aufgebaut ist. Man könnte auch im Dreivierteltakt wie ein Walzer arbeiten. Aber Viervierteltakt entspricht so unserer Bewegung, unserem Schritt. Denn wir gehen 1, 2, 3, 4, 1. Das ist ein geradliniger Gang. Und deswegen arbeiten wir heute auch im Viervierteltakt. Du wirst gleich hören, so eine Musik ist eingeteilt in immer 4x8 Zählzeiten, nennt sich das. Also wenn wir jetzt dann gleich mitzählen, dann können wir 4x8 hintereinander zählen. Und die erste 1 von diesem ersten Achter, die nennt sich die große 1. Und alle kleinen Einser der einzelnen Achten sind die kleinen Einser. Und wir wollen zuerst mal einfach auf diese kleinen, also auf jeden eins dieser einzelnen Achter hören. Und ich zeige dir mal, wenn ich jetzt Musik anmache, wo diese Einser so sind. Denn wenn wir eine Choreografie machen, wenn du vielleicht schon mal mitgemacht hast bei mir mit Step oder Dance, dann mit Choreografie ist meistens die Choreografie aufgebaut auf diese 4x8 Zählzeiten. Das nennt sich ein Musikbogen. Wir hören einfach mal rein. Wenn du jetzt reinhörst, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3. Du kannst auch mal so ein bisschen klopfen mit einer Hand. Das ist der Takt. Dann hörst du die Einsen. 5, 6, 7, 8. Mach mal weiter, ich mache ein bisschen lauter. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Versuchen wir mal zu gehen. 1, 2, 3, 4. Zweite 8. Dritte 8. Jetzt kommt die vierte. Und jetzt pass auf die große 1. Jetzt. Zweite 8. Versuch es einfach mal zu hören. Dritte. Und versuch im Takt zu gehen. Jetzt die große. Wo sind wir? Jetzt die letzten. Jetzt kommt dann gleich die große 1. Und höre mal bei dieser großen 1. Da beginnt immer ein neues Musikstück oder ein neues Musikinstrument oder es geht ein Musikinstrument weg. Hör zu. Hast du die Veränderung gehört? Genau. Jetzt versuch mal zu schnipsen auf die Einser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Immer auf die kleinen. Große. Atme nicht vergessen. Große. Da war wieder eine Veränderung. Ja, große. Ah. Also wenn du es üben möchtest, dann kannst du immer bei der großen
anfangen zu zählen. Die hört man dann meistens am besten. 1, 2. Gut. Und Hose. Da war so ein Tusch. Gar nicht so leicht mitgehen, oder? Grusel. So, und da hört die Musik auf. Jetzt fangen wir nochmal an zu gehen. Jetzt versuch mal, die große 1 zu finden. Hast du gehört? Da war sie. 2. 8. 3. 8. 1, 2, 3, 4. Große. Wir versuchen jetzt mal nur auf die große 8 zu schnipsen. Genau. Jawohl. Bleib in Bewegung. Wenn es nicht so klappt, ist es völlig okay. Es ist einfach Übung. Jetzt machen wir weiter und mach mal einen Schritt nach rechts und links. Einfach nur rechts, links, rechts, links. Und dann immer noch schnipsen. Jawohl. 2. 8. 3. Jawohl. Jetzt verändern wir die Bewegung noch etwas. Vorsicht, wir machen 2 Schritte nach rechts. 3, 4, 5, 6, 7 sind genau immer 1/8. Hast du gemerkt? Das ist 1/8. 1. 2. 3. 4. Oft ist es sogar leichter mit Bewegung. Genau. Wo sind wir? Bei der letzten, genau. Noch 2 mal 8, oder? Jetzt Vorsicht. Mach mal einen Schritt, nur einen. Wir warten mal nochmal auf die Musik. Rechts, links. Wir machen jetzt 2 mal 8 diesen einen Schritt und dann 2 mal 8 2 Schritte. Jetzt geht's los. Und 1. Jetzt kommt die 3. 2 Schritte. 1. Thank you.
kürzen wir das Ganze noch ein bisschen. Große. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt 2. Nochmal einen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. Versuchen wir mal die große 1 zu hören. Einen. Nicht vergessen, den Schritt zu machen. Oh, jetzt ist unser Gehirn schon mehr gefordert, oder? Aber das ist wichtig. Nochmal. Und ein letztes Mal noch, oder? Und wenn es nicht klappt, dann trainieren wir. Also nie ärgern. Einen Schritt, bleib hier. Jetzt bleib hier. Jetzt versuch nochmal auf die große 1 zu schnipsen. Genau. Wo sind wir? Genau. Letzten Male noch. Und wenn die nächste große 1 kommt, dann gehen wir noch mal. Warst du dabei? Ganz locker. Du kannst auch mal noch mal versuchen, ohne Schnipsen. 1, 5, 6, 7, 8. 1. Kleinen Achter. Genau. Okay, auslockern. Mal so richtig auslockern. Vielleicht bist du jetzt frischer im Gehirn, wacher. Normalerweise trainiert so ein Taktgefühl natürlich auch unsere Frische und unsere Energie. Also wir kriegen einfach mehr Energie. Ist zwar anstrengend, oder? Und wenn es nicht so klappt, dann wie gesagt immer freuen, dann nie ärgern. Weil nicht klappen heißt ja, dass wir genau das trainieren. Und das verbessert dann unsere Bewegungsqualität, unsere Koordination. Also nochmal stehen bleiben. Vielleicht fühlst du dich sogar aufrechter. Das kann auch sein, stabiler in der Körpermitte. Mit so einem Training. Atme nochmal ein und nochmal ganz bewusst aus, falls du mal die Luft angehalten hast. Nochmal einatmen. Schüttel dich aus, locker dich aus, entspann dich wieder völlig. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und wenn du Lust hast, so einen Takt zu üben, dann kannst du das jederzeit machen. Wenn du irgendwo bist und Musik hörst, dann versuche immer mal die große 1 zu finden oder die kleinen 1er zu finden. Und nicht erschrecken, wenn du Musik im Radio oder so hörst, dass mal so ein sogenannter Break dazwischen ist. Das kann sein, dass das nicht immer 4x8 sind, sondern dann ist mal irgendwie so ein Musikteil noch dazwischen, ein kurzer, 4 Zählzeiten oder so. Das kann schon mal sein. Also nicht wundern. Das ist ganz normal. Aber oft findest du wirklich diese durchlaufenden 32 Zählzeiten. Also üben. Gerne mal schreiben, wie es dir so gegangen hat jetzt oder wie es dir dann beim Üben geht. Wenn es dir gefallen hat, natürlich gefällt mir drücken und vielleicht auch mal auf meinen YouTube-Kanal schauen. Da findest du ganz viele Videos von Bauch, Beine, Po über Cardio, über Faszien, Pilates, Yoga, alles Mögliche. Also schau einfach mal drauf. Und wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen, freue ich mich natürlich riesig
Dazu findest du den Link unter dem Video. Deine Unterstützung, Steady, mit 2,50 Euro oder 5 Euro monatlich könntest du das tun. Vielen Dank. Oder natürlich ganz einfach, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.